Der Ventilator war noch an. Leute, ist es bei euch auch so affenheiß? Also hier in Berlin waren gestern, glaube ich, 36 Grad oder so. Könnt ihr mir ja mal erzählen, wo ihr wohnt und wie da das Wetter ist. Leute, wir sind back am Start, Alter. Endlich wieder mit den Reactions und dem normalen Football-Content hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe es mega vermisst. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt wieder am Start sind. Wir haben heute natürlich ein Reaction-Video am Start. Und heute geht es um die Hamburg Sea Devils versus die Rocklaw Panthers, okay, Week 4. Die Highlights wurden vor einem Tag erst gedroppt. Und warum ich auf dieses Spiel reagiere, ich habe nämlich diesmal nicht in oder auf Instagram in der Story gefragt, sondern ich habe einfach auf der ELF-YouTube-Seite geguckt, okay, von welchen Spielen sind die Highlights jetzt schon da. Weil hätte ich jetzt erst gefragt, auf welche soll ich reagieren, hätte es ein bisschen gedauert, bis ich die Antworten habe und dann hätte ich alles zeitlich nicht hingehauen. So. Dann habe ich auf jeden Fall gesehen, ey, Sea Devils und Panthers spielen gegeneinander und die beiden Teams habe ich noch nie, also zumindest in dieser Saison jetzt, gesehen, ja. Also ich habe noch kein Highlight von denen gesehen, ich habe noch keine Spiele von denen gesehen, ich weiß gar nichts eigentlich über diese Teams. Ich weiß nicht mal, wie viel die gerade stehen. Dementsprechend bin ich mega gespannt, was wir hier heute zu sehen bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgegangen ist, ich weiß nicht, wer gewonnen hat, ich weiß nicht, was passiert ist. Von daher bin ich persönlich sehr, sehr hyped. Ich hoffe, das Spiel war gut, so, weil sonst, wenn ihr schon wisst, wie es ausgegangen ist, ist es für euch vielleicht langweilig. Aber ich hoffe auf jeden Fall, es war gut. Ich würde sagen, wir hören auf rumzuschnacken, Alter, und jumpen rein ins Video. Ach so, eine Sache noch. Ich habe meinen eigenen Merch. Grind Season, Athlete Life und so weiter und so fort. Wenn ihr Footballspieler seid, wenn ihr Basketballspieler seid oder irgendein anderer Athlet, dann ist dieser Merch genau das Richtige für euch. Ich rock den immer beim Training. Ich finde ihn richtig geil. Gute Quali, schöne Designs, Digga, und eine gute Message für alle Athleten und Sportler und auch Leute, die allgemein gut reingrinden, so. Dementsprechend checkt es gerne mal aus. Link ist dazu unten in der Beschreibung. So, und jetzt geht's los mit dem Video. Okay, Leute, ich muss den Ventilator wieder anmachen, weil es ist einfach zu affenheiß. Ich hoffe, das stört nicht so doll. So, Chio Tortillas. Ich muss auf jeden Fall erstmal definitiv leiser machen. Chio Tortillas. Okay, wildes Stadion. Sieht auf jeden Fall geil aus. Sehr viel Platz, sehr viele leere Plätze, leider auch. So, Sea Devils fangen ja an mit dem Ball. Der Kick Return ist erstmal drinnen. Mal sehen. Oh, okay. Der geht fast bis zu 50. Das ist schon mal ein guter Start für die Sea Devils hier. Er ist auch sehr hyped. Kann ich verstehen. Kann ich auf jeden Fall verstehen. So, ich finde die Panthers Uniforms ziemlich sexy, muss ich sagen. Hamburg auswärts Uniforms sind es, glaube ich. Finde ich jetzt nicht ganz so geil, wenn ich ehrlich bin. Wow. Doch, die sind schon clean. Eigentlich sind die schon clean. Ich nehme es zurück. Die sind schon clean. Übrigens, 28 Black habe ich gerade gesehen. Ist ja auf den Jerseys drauf von den Sea Devils auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die auf jedem Jersey drauf sind. Warte, was passiert hier? Okay, schönes First Down. 28 Black ist ein Energy Drink. Den habe ich auch mal angeschrieben und ich hatte die Hoffnung, dass wir eine Zusammenarbeit hinkriegen, haben es aber leider nicht ganz geschafft, weil 28 Black gerade ziemlich durch die Decke geht anscheinend, sonst wären die ja nicht in der ELF mit dabei. Das ist sehr schade, aber wer weiß, was in der Zukunft noch passieren wird, ne? Ah, schönes Play von den Panthers hier. Wer weiß, wenn ich von denen gesponsert werden sollte oder eine Partnerschaft mit denen bekomme und dann irgendwie euch immer random so Energy Drinks zuschicken kann, Gewinnspiele machen kann und so, das wäre schon ziemlich geil. Aber wir werden sehen. So, jetzt konzentrieren wir uns mal weiter hier aufs Spiel. 3-0 steht es bisher für die Sea Devils und da unten steht, beide stehen 2-1, also für beide auf jeden Fall wichtiges Spiel. Quarterback wurde fett weggehauen. Guter Stiffarm hier und wird dann aber noch ordentlich ins Ausgeballert. Aber auf jeden Fall erstmal ein First Down beim 3. und 2 wichtig und richtig für die Panthers. So, sie sind kurz vorm Touchdown hier. 1st and 3. Oh, okay, nice, Digga. Das war ein starker Catch. Das war ein very starker Catch. Very, very stark. Okay. So, Panthers führen also. Oh, no, der ist picked. Der ist picked von den Panthers. Tippt und picked. Und der geht richtig weit, Alter. Bis zu 20. Oh. Wird da nochmal eine Wiederholung gezeigt, oder? Nee, leider nicht. Panthers haben Ball. Was war das für ein Highlight hier gerade? Das ist schon wieder... Das war richtig mau geschnitten, Alter. Man hat gar nicht gesehen, was passiert ist. Da muss der Kameramann nochmal ein bisschen üben, ne? So. 1st und 8 jetzt. Der Quarterback ist übrigens Linkshänder. Interessant. Boah, wieder auf die linke Corner. Wieder da hinten rein auf den Receiver. Ich glaube, ja, ist wieder die Nummer 2. Wieder mit einem starken Catch. Panthers legen gut vor. 13-3 steht's. Hamburg mit dem Ball. Boah,
was ein Catch, Alter. Das war crazy. Good job von der 10. So, nächstes Play Run kommt. Ich nehme an, das reicht für einen First Down, deswegen war es in den Highlights mit drin. An sich war es jetzt kein überkrankes Play, aber okay. First Down anscheinend 3. und 13. Oh, der Blitz kommt durch. Quarterback wird gesackt, Alter. Unblock kam der durch, wa? Ich glaube, den hatte keiner auf dem Schirm. Oha. Hamburg Seedevils probieren das nächste Field Goal. Und? Drinne. Okay, 13 zu 6. 13 zu 6. One score game. Mal gucken. 2006 für die. Oh, und der ist abgefangen. Uff, mau. Mau. Aber ich glaube, da konnte der Quarterback nicht sonderlich viel für, oder? Die Line hat den weggeswattet, wenn ich es richtig gesehen habe. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Geiles Play von den Sea Devils, Alter. Schöner Pass vom Quarterback, Junge. Er scrambled raus, wirft im Lauf, bringt die tiefe Bombe an. Das war richtig nice. Aber jetzt schon wieder 3. und 14. Oh! Na, schade, ich dachte kurz, er kann ja auf Lamar Jackson abhauen. Wird dann aber begraben beim 3. und 14. Heißt, sie werden wieder keinen Touchdown scoren. Probieren sie den Field Goal? Ja. Und das ist auch drinne. 13 zu 9. Bisher macht der Kicker hier die meisten Punkte bei den Sea Devils. Ich hoffe, das ändert sich noch. So Low-Scoring-Games sind meistens nicht so spannend. Auf jeden Fall in einem Highlight-Video. Obwohl, wenn wir solche Picks haben, er zeigt Peace-Zeichen zum Quarterback. Ey, okay. Die Nummer 23, Alter. Good job, yo. Er pickt ihn einfach für einen Pick 6, zeigt Peace-Zeichen zum Quarterback. Das tut weh für den Quarterback. Das tut richtig weh. 16-13. Kann der Quarterback hier zurückbouncen? Okay. Gutes Play. Er fängt ihn da in Triple Coverage und tankt sich noch durch. Die Nummer 2, Alter. Krass. Die Nummer 2 ist krass. So, 3. und 10. Sehen. Oh. Boah, krasses Play vom Quarterback. Kann der Running Back hier? Ich glaube, ist es der Running Back? Ja. Ich wollte fragen, ob er was draus machen kann. Ja, kann er. First Down hat er geholt. Das war krass. Field Goal beim 4. und 12. Mal sehen. Oh. Der ist gut, wa? Ja. Er ist drinne. 16-16. Spannendes Ding, Alter. Ich glaube, es war eine ganz gute Wahl hier mit dem Spiel. Oh, er fumbled. Panthers kriegen den Ball. Shit. Okay. 7,5 Minuten noch. Aber war er nicht down? Doch, er war down. Okay. 3. und 8. Schneller Pass nach draußen. Nice. Das ist wieder die 2. Er rennt rein. Krank. Digga, die Nummer 2, richtig heftig. Ich weiß nicht, wer das ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr es wisst. Bro, crazy. Okay, 23-16, 2 Minuten noch. 1. und 10. Jetzt wird es richtig spannend. Tiefe Bombe. No way, Alter. No way. Da kommt aber noch ordentlich viel Trash-Talk hinterher. Alter. Was passiert da gerade? Ey! Wir sehen gar nicht, was passiert. Die Kameras, weiß ich nicht. Er sieht irgendwie halb verletzt aus oder auch nicht, keine Ahnung. Jetzt steht es gerade 23-22 theoretisch. Okay. War einfach Touchdown mit Extrapunkt ist gut. Hamburg hat den Ball 7 Sekunden noch. Sag mir jetzt nicht, die gewinnt es hier. Nimm eine Timeout. Was ist jetzt Phase? Wow, sie haben abgepfiffen. Ich glaube, er war down und die Timeout war eigentlich rechtzeitig gecallt. Aber okay, wir haben Overtime. Oh, das ist ein guter Lauf beim 3. und 19. Das ist ein richtig guter Lauf. Den sehen wir auch nochmal in der Slow-Mo. Beziehungsweise in der Wiederholung. Das ist ein richtig guter Lauf. So, Field Goal beim 4. und 5. Und ist er drin? Ja, der ist drin. Ist damit. Nee, okay, gut. Ich wollte schon sagen, damit ist es doch nicht vorbei, oder? So, 26-23. Oh, shit!
Er fummelt, glaube ich, sogar. Ich glaube, er hat gefummelt. Damit wäre das Spiel vorbei. Beim 1. und 10 gefummelt, das ist bitter. Das ist richtig bitter, weil dadurch haben sie jetzt verloren. Hätten die hier einen Touchdown gescored, hätten sie gewonnen, logischerweise. Und es war der 1. und 10. Oh, das ist bitter. Das ist bitter! Der Quarterback von den Panthers, Alter, mit einem ganz, ganz fatalen Fehler. Er hätte den Ball einfach wegwerfen können. So, dann hätten sie einen 2. und 10 gehabt, aber sich sacken lassen mit Fumble, sodass die Sea Devils ihn recovern und damit das Spiel beenden, ist natürlich übertrieben bitter, Alter. Das wird hier jetzt nochmal kontrolliert. Warte mal, ich dachte, das wäre vorbei. Nee, das ist ein klarer Fumble. Das ist ein klarer Fumble auf jeden Fall. Boah, bitter. Aber ey, was für ein geiles Spiel, was ich einfach zufällig ausgewählt habe. Mega nice, Junge. 26-23, herzlichen Glückwunsch an die Sea Devils. Damit stehen sie jetzt 3-1, Panthers stehen 2-2. Das war entertaining, das war nice. Das war nice, das war wirklich nice. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert natürlich, falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.